Moin Leute. Ja, ich bin hier gerade mit Bennett, Sattelpartner, am Start. Wir wollen hier gleich zum Edeka rein. Ihr wisst, ihr kommt ja nachher vorbei. Schön 21. Geburtstag feiern. Lasst euch da überraschen, was da so kommt. Aber das soll hier erstmal ein kleiner Vlog sein. Ein bisschen von der Straße und ja, kommt einfach gleich mal mit. Nichts für uns. Ist nichts? Ist nichts für uns. Also da gehen wir weg. Alles klar, weiter geht's. Lenz? Fangen wir einfach mal vorne an. Lenz, macht man nichts falsch. Würde ich auch behaupten, errate ich immer. Achso, ist übrigens für ein Bier-Tasting. Ich weiß gar nicht, hatte ich das erzählt? Nee. Wir machen Bier-Tasting, wollen so 8 Sorten machen. Ja, Jever haben wir jetzt schon zu Hause. Blend. Und ja, mal schauen, was da noch so kommt. Ja, wir haben jetzt einmal Blend, Astra, Krombacher, Warsteiner Gold. Also da erwarten wir eigentlich, dass es so am ehesten noch, dass man das am ehesten noch erhebt. Weg. Heineken für Arian, also da erwarten wir auf jeden Fall, dass Arian das Ding holt. Ich traue mir ganz ehrlich den Sieg bei Flens zu. Bennett? Bin ich dabei, ja. Flens auch. Und ja, jetzt sollte man auch nach Hause holen, das Ding auf jeden Fall. Weiter geht's. Warte, Partner, wie sieht's aus? Ja, wir haben jetzt alles angekauft. Wir haben nochmal Snacks. Wir dürfen natürlich auch keiner bieten. Das ist der Hauptgewinn. Oh, also, ja. Da freue ich mich auch ganz persönlich auf, weil ich werde gewinnen, das ist klar. Und den kleinen Podcast haben wir hier noch gegönnt. Echter Nordhauser Eiskorn. Schöner Eiskorn. Also, was findest du sagen, sind wir mal gespannt. Jetzt ja, passiert. Ganz komische Geschichte. Ja, wir sind einfach da losgefahren, mussten ja eben noch das Glas wegbringen. Und da haben wir einfach den Kofferraum aufgelassen. Und da ist uns dann leider das Sixer aus dem Kofferraum gefallen. Wie ihr seht, es haben tatsächlich 3 Bier überlebt. Und ja, hier ist dann der Rest. Wir müssen ein paar Autos warten. Aber die nehmen wir natürlich dann wieder mit. Und ja, das ist schon was. Krombacher. Hält gut. So Leute, wir entfernen uns ganz schnell vom Unfallort. Ja, ganz schnell. Also. Ich glaube, Sattelpartner hat es schon erwähnt, 3 Flaschen hat es erwischt. Also, sag mal so, spricht für die Qualität von Krombacher. Ich meine, echt stabil. Das Ding ist vom Kofferraum einfach runtergefallen. Naja. Dumm von uns natürlich, aber ja, wir haben auch das Beileid von sehr vielen Autofahrern bekommen, die auf einmal alle da vorbeigefahren sind. Ja,
Und Grüße nochmal an die, die uns hier den Besen, falls ihr das Video schaut, die uns den Besen gegeben haben. Ja. Das war sehr nett. Also großes Shoutout. Shoutout. Und ja, sehen wir uns später. Auf derselben Position. Ja, macht immer euren Kofferraum zu. Butze ist fertig. Schaut es euch an. Oh, moin Benne. Moin. Gehen wir rein, Benne am Salzstein. Ist ein Tier vorne. Oh ja. Bier-Tasting, Keule Crew. Machen wir nicht dann noch? Ja, machen wir nochmal nicht dann. Schön. Oh, das schmeckt ganz sauber. Das ist alles Teil des Bierfeld-Tastings. Und hinten 60er gefallen. Hallo. Komm, Fischale, Fischale. Komm, Randa, Benne. Randa! Ja, Randa, Benne. Hallo! Im Club von hinten anlatschen würde. Direkt würde ich dir gleich nochmal die Nase machen. Ja, ich liege hier gerade völlig verkatert noch hier auf dem Sofa. Wir haben jetzt 3:30 und ich fühle mich immer noch halb besoffen, muss ich auch dazu sagen. Mir ist aber aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe, ein Outro zu drehen. Von daher wollte ich mich an der Stelle nochmal bei allen bedanken und auch insbesondere an Sattelpartner für die Kameraführung. Ja, es war ein sehr schöner Abend. Ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen und generell der Vlog hier ein neues Format auf unserem Kanal, aber ich hoffe einfach mal, dass das vielleicht der Anfang von etwas ganz Großem wird. Ja, wir machen Vlogs sehr Spaß und vielleicht werdet ihr in Zukunft da den einen oder anderen nochmal bekommen. Also, schreibt eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Gut Kick!